Herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Philipp. Wir starten mal ein neues Spiel in Normal und wir machen hier ein Online-Spiel, weil, ich erkläre euch das ganz schnell, nur dass ihr wisst, ich nehme auch immer am Stück auf, ich mache nicht jede Folge einzeln und ich werde diese Singleplayer spielen, werde die Mission immer alleine machen und dann kann man ja auch zusammen auf der Karte sein und da wird der Daniel immer mit dabei sein. Aber deswegen starten wir, sollte es beim Online-Spiel zum Glück kommen, wird der Season geschlossen und du kehrst so. Genau, ist egal. Das machen wir jetzt trotzdem mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Kyrat. Trotz des leicht naiv wirkenden Milchbubi-Gesichts befindet sich Hörg mitten in einer Existenzkrise. Und sucht nach... schön. Finde die seltenen Tiere Kyrats und heute sie, um damit Mode für die Kyrat Fashion Week herzustellen. Paul Blair, Hamons vorheriger Arbeitgeber, war ein Amerikaner. Super. Ai, mein Sohn. I've but one last wish. Ich habe einen letzten Wunsch. Take me back to Lakshmana. Telefon. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass? Ja, bist dabei, Passport. Wenn ich das stört, dass ich hier reinlaufe, ne, habt ihr Pech. Ich laufe hier rein. Danke. Atmen. Lass mich reden. Alles klar. Passport. Äffchen. Warte halt. Wir gehen raus. Was ist los? Ist das die Synchronis? Oh, warte mal. Muss ich anders reden? Was ist los? Okay, geht. Hey! Digga, was geht? Ei. Alter, hast du einen Mack oder was? Ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab doch nur die Asche meiner Mutter verstreuen hier. Servus! Was ist los? Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Selbst ich erkenne den Unterschied. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Ja, ganz leicht. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Ich auch. Das geriet außer Kontrolle. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut.
Ich glaube, der 16 Uhr ist der Platz. Passt nicht ganz für das Spiel. Grüß dich. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Ja, wird schon Ruhe ärgern. Im Gesicht vor allen Dingen, ne? Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast das nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerft sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Vielleicht mit der Selfie. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen. Yeah! Krachen lassen bei Far Cry 4. Mehr Musik. Keine Musik. Moment. Musik ist gefährlich. Fällt mir gerade ein. Musik ist gefährlich. Für mich zumindest. Und kontrolliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Bestimmt. Dein schräges Grinsen belegt mich mal wieder, Deplur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Na, das wäre nett. Nochmal. Es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Noch nie gesehen. Was soll das sein? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter hey. Andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Was ist das für ein Vogel? Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Ja. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Sch, 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 sch.
Wir horchen. Spannend. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Ich denke mal nix. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabben-Rangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. So, jetzt hau ab. Wenn ich jetzt einfach abhauen kann, das ist super geil. So, irgendwie ist mir die Maussteuerung gerade noch ein bisschen... Ich konnte es vorher nicht so richtig ausprobieren, ne? Es tut mir jetzt leid. Deswegen tue ich jetzt mal Tastatur und Maus. Mausbeschleunigung. Tun mal an. Und tun es mal so machen. Hat das jetzt gespeichert? Ja. Ja, ist noch nicht ganz. Tut mir leid, Leute. Das ist jetzt hier ganz am Anfang. Da muss man das nur schon mal ein bisschen einstellen, damit ihr das mal seht. Wie das hier aussieht, alles, ne? Hier Interface, was auch immer das ist. Fahnenkreuz, ja, passt. Super. Kunde de Pleurs anwesend. Das ist eine Kiste. Teufel? Was ich jetzt gerade sagen wollte vor uns, ist das hier die Synchronisation, also die Synchronstimme von JD aus Squabs? Wisst ihr, wem ich meine, hä? Ja? Ach, hier geht's runter. Mensch, schreit doch nicht so. Was ist das denn? Ah, die Statue. Guck, der ist ja Servietten. Okay, erstmal eine schöne Runde rumlatschen. Ist auch nichts, also gehen wir nochmal runter. Hier liegt noch irgendwas. Reisedaten, Mr. Paul Harmon. Bla bla bla, Business Class, Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen. Ja, das interessiert doch kein Spein hier. Ist doch noch was. Arbeit nicht so viel. Hi Daddy. Ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht so viel arbeiten. Hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Hab dich lieb. Mahlzeit. Moment, erst mal gucken. Ist nix. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau... Kann man sich den ducken? ...verstehst, was ich will. Also... Was ist das denn? Ach, ein Futterbrot. Ach, das ist ducken. C. Hier bist. Oh, fuck. Gut. Du bist goldener Pfad, ein Terrorist. Ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zu. AJ Gale. Mein Name ist Zabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Ah. Goldener Pfad. Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Das ist geil. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Moran. Ui. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Schön. Darpan würde es verstehen. Ja, würde ich auch. Nun bleib bei mir. Grüß dich. Ne, Wiedersehen. Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Beeilung? Sieht doch Beeilung aus? Wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Aber wenn ich... Wenn ich den Kopf unten halten soll? Alter, komm, das ist nicht so leicht gesagt, wie es ist.
und nicht so leicht gemacht, wie es ist. Komm, 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 ne, gib Gas! Erstmal hier. Aber weißt trotzdem noch, wie man sich hält, ne? Das ist geil, ne? Moment. Bevor es weitergeht. Die muss ich leider ausmachen. Tut mir leid. Ich hab ausgemacht. Willst du mich verarschen? Ich hab ausgemacht. Wenn ich Musik ausmache, dann möchte ich keine Musik hören. So, jetzt muss ich nämlich laut reden, wenn sie Musik läuft. Aber das ist nicht so schlimm. Oh, geil. Yeah, eine Waffe. Schießen, soll ich jetzt schießen? Scheiße, auf Fässer hätte ich schießen müssen. Oh, Mann, warum funktioniert es nicht? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir. Schieß auf sie. Alter, also meine Treffsicherheit ist gleich bei null, ne? Das ist ja faszinierend. Pass auf. Das ist eine Kackwaffe, also echt. Vor allem nicht beim Autofahren. Kriegst du dir gar keinen Kill zugeschrieben? Komm da nicht ran! So ein Bobby. Was war denn das? Sag mal, kannst du dich mal ordentlich fahren hier? Willst du mich verarschen? Fahr doch mal ordentlich! Fahr ordentlich, habe ich gesagt. Ne, ja, Schwarzbild. Wir wissen jetzt ja. Bild aus. Super. Oh, da, so scheiße, tut das weh. AJ, wenn du mich hörst, antworte. AJ Gale! Antworte bitte! Kommst du aus dem Handy raus? So eine gute Qualität? Kyra sei Dank! Hier ist der Ball! Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Watcher. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Boah, was? Bist du nüber, soll ich jetzt latschen? Hey, geht euch um. Findet ihn. Willst du König Min sagen, dass er tot ist? Okay, die Entdeckungsdrang fühlt sich, wenn Gegner begriffelt. Drücke T, um einen Stein zu werfen. Okay, drücke C, um in die Hocke zu gehen. Dann sieh dich um. Such in den Büschen. Vielleicht versteckt er sich da. Komm schon raus, wir tun dir nichts. Versprochen. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus, es ist alles okay. Irgendwie packt es hier gerade noch ein bisschen rum, ja? An mir kommt nichts vorbei. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Wieso backen hier das Gras noch so rum? Das gefällt mir noch nicht so richtig. Nur nochmal Grafik schnell gucken. Und tun mal Grafik von sehr hoch auf hoch umstellen. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Ich hab den. Je länger du dich versteckst, desto saurer werde ich. Komm raus und mach es dir selber einfacher. Du weißt doch schon, sauer macht lustig, ne? Wie soll ich denn hier durchkommen? Und wieso backt das hier noch so rum hier mit dem Schatten? Das stört mich echt hier. Texturen hoch, sind alle in Ordnung. Schalten wir den Schatten ein bisschen runter. Weil anscheinend backt der da Schatten rum, ne, wenn man es richtig sieht. Was sind das hier?
verbuggtes Spiel, ey. Es gibt so eine. Götter! Jetzt stirbst du! Weiter! Fuck! Feind da oben! Hoch! Ich sehe dich! Der König spielt! Ich brauch doch irgendwo eine Waffe! Wie schlage ich den? Willst du mich verarschen? Hallo? Moment. Ich bin schon zweimal verreckt. Ah, guck mal, hier komme ich schon mal ins Menü. Warum stirbt er nicht? Sterb! Dreimal! Zählt irgendeiner mit von euch in den Kommentaren? Das wäre geil. Du! Muss meine Treffsicherheit erst noch ein bisschen üben hier. Vor allen Dingen habe ich keine Munition mehr. Wo ist denn der andere gestorben jetzt hier? E halten zum Durchsuchen. F halten zum Bewegen. Ah, guck doch. Ach, kann ich das überhaupt bewegen? Ah, interessant. Konnte ich das in der letzten Teil O bewegen? Doch, schon. Ja, ich glaube schon. Sag mal! Stand er dort nicht oder was? Gibt's doch, ne? Munition für Faustwaffen. Sind wir schon mal ein bisschen equipped hier? Ne, das ist nämlich schon mal gar nicht so schlecht. So. Ich habe schon eine Granate. Oh, geil. Oh, guck mal, da liegt was Totes. Ist das nicht schön? Einpacken. Halte E, um ein erledigtes Tier zu häuten oder einen Köder zu gewinnen. Öffne das Waffenrad, indem du 1, 2, 3, 4 Q drückst, hältst und wähle einen Köder mit. Ah, ich kann Köder werben. Wirf den Köder, um Raubtiere anzulocken. Ich kann das Raubtier anlocken, um damit die Gegner mit den Raubtieren sozusagen zu killen. Guck mal, die waren sogar auf der Karte angezeigt.
Ich finde dich, Gail! Wo versteckst du dich? Fuck! Boah. Bin ich zu scheiße beim Schießen hier gerade oder wirkt es einfach nur im Spiel? Munition für Sturmgewehr, sehr gut. Reden nicht doch irgendein Diamant, da wollen wir noch mal ganz schnell gucken. Und irgendwas Totes liegt da auch noch im Wasser. Da oben drauf, aber da komme ich nicht hin. Aber hier komme ich schon hin. Nähzeug. Ich kann nur nähen. Ich habe keinen Handwerkskurs belegt. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ist das hier eine Freiheitsstatue? Immer noch ganz schön weit. Checkpoint! Ich weiß noch nicht richtig, ob ich eher mal Anschleichtaktik, aber eigentlich bin ich da Weinwascher. Ich würde gerne das mal mit diesem Köder ausprobieren. Kamera, drücke Y, um deine Kamera zu zeigen oder wegzustecken. Ziel Gegner, die Kamera markiert sie und folgt die Bewegung selbst und schwende den Busch. Ah, ja. Mhm. Dieses Mal habe ich was gehört. Du hast nichts gehört da oben. Es war nix. Ich hab die Granate zu lange in der Hand gehalten, da ist die kaputt gegangen. Was hast du für eine Waffe? Ach nee, ist ohne. AK. Moment mal. Das wollte ich gerade fragen, ob der Bär mir eigentlich weh tut. Bärenfell. So. Ja, so haben wir es erst doof, ne? Ober, so schnell kann es gehen. Unterhemden. Ui. Gut für die kalte Jahreszeit. Das muss irgendwo sein. Da oben drauf, ja. Komm, das schaffst du. Ach, ich dachte, da wäre gerade was. Ach, jetzt hab ich die Kiste davon vergessen. Gut, passiert. Ist hier noch irgendwas?
Ist das die Wildkatze, die hier rum geschlichen ist erst? Rennt die jetzt da hinten rum? Ich wollte gerade, eigentlich müsste er noch lang, ne? Ja, eigentlich schon. Wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Eine scheue Wildkatze, hä? Gut. Und das Vieh denkt, das ist ohne mich besser dran. Macht ganz schön viel Schuss, bis das die Vieh verreckt, ne? Irgendwo noch eine Kiste, ne? Da! Ui, Teebeutel sind auch ganz wichtig. Genauso wie das gute Nähzeug. Kann ich auch klettern? Stand da irgendwo. Da. Und nochmal klettern. Also ich würde jetzt mal tippen auf friedlich, oder? Jo. Wegrennt ist friedlich. Leute, hab ich den gerade getreten? Okay. Naja. Wäre schon im Weg, Beutel fast voll. Da ekelt sich doch vor allen. Müssen wir mal ganz kurz hier ins Inventar. Nee. Wo guck ich denn hier in das Inventar zum Craften? Okay, das war ein Stein. Alles klar. Ich probier gerade mal ein paar Tasten durch, ja. Was war denn das bei Far Cry 4? Also, ja, gut, das hab ich verstanden. M war das. Herstellung. Geldbeutel kann ich noch nicht herstellen. Waffengürtel kann ich auch noch nicht herstellen. Brieftasche auch noch nicht. Kann ich überhaupt was herstellen? Was ist Coop? Coop nicht zu kranken, so Coop ist noch nicht verfügbar. Ende hier mehr Kampagnenmissionen, um die Coop freizuschalten. Alles klar. Fortschritt? Sammlung. König Minskirand. Was ist das? Aha, meine Treuen und Untertanen. Das habe ich also alles schon. Und das kann ich aber ablegen, ne? Ja, tu mal weg. Ich hab Kondom gefunden? Ja, tu mal weg. Bringt das so Geld? Ich hoffe es mal. Diese Gegenstück dauert auf entfernt. Wegwerfen. Ach, ich hab wegwerfen nicht. Ich wollte mal nicht wegwerfen.
Wie kann ich den verkaufen? Na gut. Taktiken. Das ist die Karte. Kann ich noch nicht angucken, weil ich erst einen Turm freischalten muss, ne? Aber man sieht, die ist ganz schön groß, die Karte, ne? Wo ist das alles? Ist in Ordnung. Wir spielen mal weiter. Checkpoint. Halte gedrückt und drücke auf die, um eine Seite zu springen. Muss mich verarschen. Komm, komm. Uiuiuiui. Ja. Starkes Ding, Philipp. Wie hieß mir eigentlich? Ich hab jetzt den Namen vergessen. Ja. Ah, benutzt das Seil. Rapunzel, lass dein Haar runter. Steigen und sinken, das ist ja auch geil. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Wer ist Sabbat? Wir haben es also geschafft, hier hinzukommen. Das ist schön. Das ist wunderschön. Oh, was gibt's denn hier? Ne, das ist die gleiche Waffe. Aber ich hab erstmal volles Equipment. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum helft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in der Tat. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganin wird alles daran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Fragans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden... Wer labert denn hier? Verteidige den Klockenturm! Das kann ich, das kann ich. Ho! Mein letzter Schuss im Magazin. Zeig dich! Komm noch mehr! Junge, los, wo geht denn das denn? Das ist irgendwie. Ey! Wenn ich hier unten kenne. Da kommt eine Granate! Eine Lawine? Lawine! In Deckung! Bin ich da in dem Haus sicher, wenn es eine Lawine gibt? Ich weiß es nicht so ganz genau. Junge, Bildschirm weiß. Was? Ich kenne nur schwarz. Können wir mal die Ohren richtig öffnen, ja. Mahlzeit! Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Oh, für dich eigentlich auch, ne? Ja.
Prolog beendet.